Herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Video zur Boys vs. Man vs. Man Championship. Gruppe B, zweites Spiel zwischen Blade und Captain Blaubeer. Blade kennen vielleicht ein paar, Captain Blaubeer weiß ich nicht, da kennen ja auch ein paar. Ich persönlich kenne Blade nur, aber es muss nichts heißen. Ich freue mich mega auf das zweite Spiel. Wir hatten gerade eben ein spannendes erstes und ich glaube auch das zweite wird mega, mega spannend. Und ich freue mich, es sollte in Kürze losgehen. Die Maps und Brawler sind wie immer die gleichen. Und ich bin gespannt, wer das nach Hause holt. Für mich, weil ich Indo Blade kenne, ist Blade der Favorit, aber es muss nichts heißen. Oh, ich freue mich wieder. Ich freue mich immer wieder bei jedem Spiel aufs Neue. Und ich auch vergesse nicht, morgen Gruppe C geht's dort los mit Ich Bin's gegen Fire Ninja und mit Niklas gegen I Am Bad. Och, es wird ein schönes nächstes Monat, Leute. Bis zum 11. Juni geht das Ganze. Dann haben wir das große, große Finale. Aber bevor wir da sind, springen wir jetzt mal rein ins erste Spiel zwischen Blade und Captain Blaubeer. Viel Glück den beiden. Für die geht jetzt die Championship los. Und wir haben auch hier zweimal Jesse. Das ist jetzt auf jeden Fall der beliebteste Pick auf dieser Map. Mal schauen, wer sich hier in diesem Duell durchsetzen kann. Blade geht da gleich mal aus der Ausbahn entlang und trifft zwei wichtige Hits. Captain Blaubeer muss sich healen, bekommt den Hit nicht ab, kannst du damit nochmal ein bisschen hochhin, bekommt jetzt nochmal einen Hit von Blade ab, der kann sich da jetzt gleich mal reinsetzen und macht den Kill und somit das frühe 1-0 für Blade. Sehr schön gespielt. Macht das frühe 1-0. Hat er clean gemacht. So muss er weiterspielen. Nimmt den Ball auch jetzt wieder sehr früh, trifft einen Hit. Hey, da, der trifft einfach gerade richtig, richtig gut. Kann jetzt die Ult machen. Slowed Captain damit sogar und macht das Tor. Kann ihn reinspielen, das war ein Hit. Oh, der erste Runde von Blade. Das hat er clean runtergespielt. Sehr schön gemacht. 1-0. Das hat er sehr gut runtergespielt. So, genau so muss er weiterspielen. Das war auf jeden Fall eine gute, gute Leistung. Wir gehen wieder zu Inside Clement. Ich glaube, meine Lieblingsmap für die 5 Maps, die wir haben am ersten Spieltag. Ich hoffe immer noch auf den Burg. Vielleicht kommt er bald. Ich hoffe. Vielleicht sehen wir wieder unser Standardduell. Nani gegen Byron. Mal schauen. Da bin ich gespannt. Ich glaube, Brawler haben die beide, haben sie beide alle. Und wir werden es gleich herausfinden, würde ich sagen. Rein da. Es ging schnell. Byron Nani, diesmal umgekehrt. Diesmal sehen wir zum ersten Mal den Byron in Blau. Ich höre auch nochmal kurz, ihr seht oben jetzt eingeblendet eben die beiden Logos mit den jeweiligen Farben. Das heißt, wir sind hier bei Blade Blau. Er ist in dem inzwischen aus der blauen Sicht der Byron und rot eben Captain Blau der Nani. Und ich bin gespannt. Derzeit gute Hits von Blau. Ja. Er hat den Ball zwar in sich, weiß ich hinten, hat aber gute Hits gegeben. Schießt jetzt dreimal. Vielleicht geht aggressiv rein, trifft ihn nullmal. Jetzt vielleicht, ja, guter Hit. Guter Hit von Kapitän, nicht Captain, eigentlich Kapitän eigentlich. Aber ich habe mich jetzt Captain oder Kapitän, sage ich es damit nicht so schlimm. Jetzt guter Hit von Blade, jetzt kann er sich da aggressiv reinstellen und macht den Kill mit der Ult. Da ist Kapitän, glaube ich, ein bisschen zu aggressiv gelaufen. Und Blade kann das Tor machen. 1-0. Aber das Spiel scheint ein bisschen ausgeglichener zu sein wie das erste. Bin ich gespannt. Oh, wieder ein guter Hit von Blade. Der kann jetzt wieder vielleicht die gleiche Position da rausholen. Nein. Hier ein bisschen zurück. Ah, oh, jetzt der erste Hit für Captain Blaubeer. Geht wieder aggressiv, genauso wie vorher in der Runde. Wieder aggressiv rein. Was macht Blade? Der Blade ist sehr aggressiv. Jetzt kann er versuchen, Captain Blaubeer hier durchzulaufen. Läuft nicht durch, trifft jetzt einen wichtigen Hit und Blade geht down. Das ist das 1-1 in diesem Spiel. Er ist da auch hoch. Er macht den Türkscher, wenn das nicht gefährlich ist, wenn man sowas macht. 1-1. Er hat die Ult. Wer ist da? Wo hat er mit der Ult? Ja, okay, er hat Shield. Er kann jetzt versuchen, Blade hier rauszunehmen. Blade geht aggressiv. Hat 500 HP, was macht er jetzt? Jetzt kann er aggressiv laufen. 16 HP für Blade. Captain hat 100 HP. Dodge da ihn weg. Er kriegt ihn. 1-1 insgesamt.
Captain den Blaubeer holt die Runde und ist zurück im Game. Das hat er gut zu Ende gespielt. Da führt Blade mit 1-0, aber das waren gute Hits und die wichtige Ult auch, die Captain Blaubeer bekommen hat. Die Ult war extrem, extrem wichtig. Und somit holt er sich hier den Sieg und wir sehen auf jeden Fall eine vierte Map und die gehen wieder rein. Sag mal, macht die keine Pause? Zweimal Spike. Und beides Mal kein Curveball, sondern Heal. Oder nee, warte mal. Doch Curveball bei Blade. Blade hat Curveball und hat damit schon einen großen, großen Vorteil bis jetzt. Der geht aggressiv. Blade macht den Weg nach links und schießt es 1-0. Das ging schnell. Ich glaube, da ist Curveball einfach stärker, wenn du Spike spielst. Da musst du fast mit Curveball reingehen. Du triffst fast immer einen Hit. Oh, das macht Captain jetzt aber gut. Das macht er sehr gut. Trifft hier gute Hits gegen Blade, der jetzt aber einen fetten Hit raushaut. Und ich glaube, das ist dann das 2-0. Das ist ein schnelles drittes Game. Blade gewinnt Game Nummer 3. Das ging schnell. Ich habe eben gar keine Zeit für irgendwas. Die spielen das so, so schnell. Lassen da gar nichts an. Ich denke, die gehen jetzt in 10 Sekunden wieder ready. Die vierte Runde. Dann sehen wir wieder Jumping Beans und ein Werfer-Duell. Und das Werfer-Duell hat heute schon sehr interessant geändert. Tick, Barnier, Dynamike auf Jumping Beans. Bin gespannt. Und da steht 2-1 für Blade. Er hat den ersten Matchball-Spiel für ihn. Kann sich da jetzt also den Sieg vielleicht gleich sichern. Sie sind in der Runde. Das geht ratzfatz bei den Zweien. Und wir sehen hier den Tick und den Valium. Gestern sahen wir, dass der Tick ganz klein Vorteil war. Ist das heute auch so, ist die Frage. Bis jetzt mal 2 Hits auf Seite des Ticks. 0 für Blade. Oh, da geht jetzt aggressiv. Der Tick geht sehr aggressiv. Und bekommt 3 Hits ab. Überlebt das noch. Wieder aggressiv. Perfekt, den Brawler verwechselt. Geht da zweimal sehr aggressiv. Gibt Blade da einige Hits. Kann jetzt noch auf der Seite vorbeilaufen, probieren. Nee, schießt mal weg und wird jetzt mal ein bisschen draufhauen mit den Schüssen. Ja, sehr aggressiv und Blade ist halt sehr zurückgedrängt. Er will das Tor sehr, er will das Tor viel zu sehr. Bekommt das? Nein! Er bekommt es nicht. Leck. Leck, oh Leck. Oh, wir haben kurz einen Leck von einem neuen, sorry. So, jetzt hat Blade den Vorteil. Oh, Captain war viel zu aggressiv mit Tick. Und jetzt hat Blade den Vorteil und kann das 1-0 machen. Das war zu aggressiv. Die Idee war gut, aber zu aggressiv gespielt. Er wollte das Tor zu sehr. Und Blade macht das 1-0 und jetzt ist Kapitän Blaubeer unter. Ist er unter Druck, er muss dich jetzt treffen. Man hat da Ult. Die Ult wäre auch extrem, extrem wichtig jetzt für ihn. Geht wieder aggressiv. Oh, bekommt zu viele Hits ab. Die Ult, was macht er damit? Wieder aggressiv. Oh, Blade. Kann er die Ult abwehren? Er kann die Ult abwehren. Ne, kann er nicht abwehren. Und jetzt vielleicht die Chance, den Kill zu machen. Blade steht genau in der Mitte. Bekommt 2 Hits ab. Blade schießt den Ball, er schießt den Ball weg, ist down, wird ult, er hat den Ult-Schuss, der muss sitzen. Er hat den. 1-1. 1-1, wir können in den Overtime gehen, vielleicht das erste Draw aus, das erste Unentschieden sehen. Außer einer geht down und der andere macht das Tor. Noch ist nichts verloren hier in diesem Spiel für Kapitän Blaubeer. Ja, jetzt gute Hits trifft, da geht wieder aggressiv rein. Und Blade kann diesmal nicht treffen. Trifft jetzt einmal, trifft jetzt gut, wichtig. Und das ist es, glaube ich. Jetzt kann Blade durchlaufen, das Tor ist leer. Und Kapitän spawnt, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig. Und Blade gewinnt mit 3-1. Da war Kapitän Blaubeer zum zweiten Mal in diesem Spiel zu aggressiv. Und zum zweiten Mal wurde das bestraft. Und somit gewinnt auch Blade mit 3-1, Gruppe B, also zweimal ein 3-1. Spannend war's, und ich glaube, Kapitän Blaubeer, der kann auch was reißen, wenn er halt nicht so aggressiv reinläuft, so wie heute zweimal. Sonst wäre das, glaube ich, anders ausgegangen, das Duell hier mit Dick und Bali.
Aber Leute, das war ein spannender Tag in Gruppe B. Mir hat Spaß gemacht und ich freue mich so auf morgen Gruppe C zum ersten Mal. Oh, ich bin gespannt, bis wir alle mal Gruppen mal durch haben. Wird es ein bisschen dauern. Am Freitag nächste Woche ist dann soweit, haben alle Gruppen einmal durch. Das heißt, genau in einer Woche am Samstag sehen wir wieder Gruppe A. Und am Tag darauf, am Sonntag dann Gruppe B. Also diese Gruppe wieder mit dem Duell zwischen Snorlock und Blade und Vince wird gegen Kapitän Blaubeer antreten. Und Leute, das war's aus dem Tag. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute, und ciao.